Hallo Leute, heute mache ich mal einen Faschingslook für euch. Es dauert nicht mehr lange bis Fasching und das ist jetzt ein Look. Dafür braucht ihr nichts kaufen. Ihr werdet höchstwahrscheinlich alles dafür zu Hause haben. Es geht relativ schnell und ich würde sagen, wir legen einfach direkt mal los. Was ich jetzt schon in meinem Gesicht drauf habe, ist Make-up, Concealer. Dann habe ich hier so ein bisschen konturiert und ein bisschen Blush, sonst habe ich noch nichts gemacht. Und das ist jetzt mal, sage ich so, die Grundlage. Ihr müsst es nicht alles machen, aber ich mache es halt ganz gerne so. Und jetzt kommt das Augen-Make-up und das ist eigentlich so das Highlight von diesem Look. Da fange ich als erstes mit einem stark deckenden Concealer an. Und zwar ist das von Catrice, dieser Camouflage-Concealer. Denn den trage ich jetzt auf den Augenbrauen auf, um die so ein bisschen zu kaschieren. Ich bin mir dessen schon bewusst, dass man die noch ziemlich stark sieht. Die müssen auch nicht komplett weg sein. Ich finde es nur einfach schöner, wenn man die nicht mehr so stark drunter sieht. Aber wenn es nicht besser klappt, dann ist es auch nicht schlimm. Dann gehe ich dann auch mal ordentlich mit einem Puder drüber. Das hier ist von Essence, dieses mattierende weiße Puder. Einfach damit danach nichts verschmiert. Und dann trage ich mir eine Base aufs Augenlid auf. Und zwar benutze ich hier von MAC den Paint Pot. Ihr könnt aber natürlich auch eine andere Lidschattenbase nehmen. Und die darf ruhig sehr grob aufgetragen sein. Und auch sehr gerne großflächig. Wie ihr seht, wollte ich mir hier eben schwarzen Kajal drauf machen. Aber der ist nicht mehr ganz so schwarz. Deswegen nehme ich den und ein Feuerzeug und kugel den ganz leicht an. Warte kurz. Und dann müsste der jetzt richtig, richtig schön schwarz sein. Und den brauche ich nämlich auf meinem beweglichen Lid. Oh, guck mal, wie schön schwarz der wird. Perfekt. Also das trage ich auf dem ganzen beweglichen Lid auf. Ich habe den jetzt so ein bisschen noch geschmolzen und mache, also den Kajal, und mache davon ein bisschen hier unten an den unteren Wimpernkranz. Könnt ihr natürlich auch mit dem Kajal direkt machen, aber ich müsste meinen jetzt spitzen und dazu habe ich gerade irgendwie keine Lust. Und das muss eh nicht so genau sein, also das passt schon so ganz gut. Und dann gucke ich, dass das hier oben nochmal schön verteilt ist. Das kann man super mit dem Applikator machen, so dass es wirklich überall auf dem beweglichen Lid ist. Und auf der anderen Seite auch, dass es auch bis zu den Wimpern vorgeht. Und dann nehme ich so einen Blenderpinsel und nehme diesmal wirklich den schwarzen Lidschatten und gehe dann nochmal komplett über die Farbe drüber und verblende das ein bisschen nach außen. Das muss auch nicht super ordentlich verblendet sein. Für hier unten nehme ich meinen Finger. Ihr solltet darauf achten, dass ihr saubere Finger habt. Und dann könnt ihr das hier unten nämlich noch etwas verblenden. Ich sag mir nochmal wirklich dazu, das soll kein High-End-Schmink-Look werden, sondern wirklich ein Faschings-Look. Es muss nichts perfekt sein hierbei. Jetzt nehme ich so einen flüssigen Eyeliner. Das ist jetzt bei mir der Maybelline Master Precise Eyeliner. Und zwar hat der hier vorne so eine Spitze wie so ein Filzstift und ich finde, damit klappt das am besten. Ihr könnt es auch mit dem anderen Eyeliner machen, aber ich komme hiermit sehr, sehr gut zurecht. Und zwar fangt ihr an, einfach Striche über euer Auge zu malen. Am coolsten sieht es aus, wenn ihr die Striche so malt, als würden die wirklich übers Auge drüber gehen. Und nicht nur alles so übers Auge, sondern auch mal so welche schräg oder welche, die hier jetzt so wie dieser hier gar nichts mit dem Auge eigentlich zu tun haben. Daraus lebt dieser Look und euer ganzes Auge soll danach voller Striche sein. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Also ich habe jetzt ein Auge ziemlich fertig. Ich habe mir jetzt überlegt, ich finde es eigentlich cooler, wenn ich mein Auge an sich noch ein bisschen schwärzer habe. Deswegen mache ich noch ein bisschen schwarzen Lidschatten drauf. Dann wirkt es einfach so Tiefenschärfe. Ich laber wieder scheiße, ne? Dann wirkt es halt einfach so ein bisschen ja, tiefer. Ich kann es schlecht beschreiben, aber ich mache hier oben noch ein bisschen schwarz drauf. Und wie ihr merkt, sieht man gar nichts mehr, ob ich schön verblendet habe oder nicht. Und das andere Auge werde ich gleich auch so schminken. Also ich habe jetzt einfach nur mit dem Applikator so drüber getupft, weil vom Verblenden sieht man wirklich einfach gar nichts mehr. Und jetzt ist das andere Auge dran. Ich finde irgendwie, es sieht ultra cool aus. Das zweite Auge ist jetzt auch fertig und was ich jetzt noch mache, ist ein Eyeliner auf meine Augen auftragen, damit es nicht hier aussieht, als wäre hier noch so ein Rand, und meine Wimpern tuschen.
Das letzte, was ich jetzt noch mache, ist einen Lippenstift auftragen. Und zwar ist dieser hier von Tease, die Farbe Roulette Red. Und zwar ist das so ein Dunkelrot. Und dann sieht der Look so aus. Und ich finde den richtig cool. Und dann komplett schwarze Klamotten zum Beispiel. Haare zurückgesteckt oder zu einem Dutt. Ich weiß nicht genau, wie ich diesen Look nennen soll, weil er doch irgendwie keine Verbindung zu irgendwas hat. Ich finde, es sieht so ein bisschen spinnenmäßig aus und so ein bisschen scary, böse. Muss ich mir noch überlegen, wie der Titel hier oben heißt. Wenn ihr diesen Look nachschminkt, dann will ich unbedingt eure Bilder sehen. Und zwar könnt ihr auf Instagram eure Bilder mit diesem Hashtag versehen. Der steht hier jetzt gerade. Lenas Faschings-Look nennt er sich. Und am besten verlinkt ihr mich auch noch. Ich heiße auf Instagram Lenas Lifestyle. Findet ihr aber auch alles hier unten in der Infobox. Und dann freue ich mich auf eure Fotos und schreibt mir mal bitte, wie ihr diesen Look nennen würdet. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.